Es gereicht euch Menschen wahrlich nicht zur Ehre, wenn ihr eure Denken, Handeln und Wollen nur bestimmen lässt von traditionell übernommenen Handlungen, wenn ihr euch selbst nicht einmal ernstlich bedenkt, ob und wie weit solche Berechtigung haben und wie weit sie nur als menschliche Gedankenergebnisse zu bewerten sind. Ihr Menschen sollt auf Erden zur Vollendung gelangen. Und es ist dies eine so ernste Angelegenheit, dass dann jeder Einzelne sich auch ernstlich damit befassen sollte. Dann aber wird er auch von selbst in Zweifel geraten, ob das, was von ihm verlangt wird, auch seine Berechtigung hat. Und er wird zu fragen beginnen, ob jene Überlieferungen auch in mir ihren Ausgang genommen haben, ob unverbildete Wahrheit ihnen zugrunde liegt oder eine Wahrheit von Menschen im Laufe der Zeit verbildet worden ist. Denn der ernste Wille, die Vollendung auf Erden zu erreichen, wird auch unleugbar solche zweifelnde Fragen zeitigen, besonders dann, wenn es sich um sehr verbildete Lehren handelt, weil ich selbst an den Menschen jene Zweifel ins Herz lege, um ihn aus einem Dämmerungszustand zum Licht zu führen. Und dass die sogenannten Überlieferungen sehr viel verbildetes Geistesgut enthalten, ist nicht zu leugnen, denn es sind aus meiner Lehre, die ich selbst auf Erden gepredigt habe, so viele Gebräuche und Unsitten, wie auch irrige Lehren abgeleitet worden, dass das reine Evangelium der Liebe, meine Lehre wichtigster Inhalt, in den Hintergrund getreten ist, während menschliches Zusatzwerk sich als vordringlich behauptet. Und die Menschen lassen sich davon gefangen nehmen, sie sind eifrig bemüht, den Anforderungen nachzukommen und wagen nicht an alten Überlieferungen oder traditionsmäßig übernommenen Sitten und Gebräuchen zu rütteln, die aber ihren Seelen nicht den geringsten Fortschritt eintragen. Aber sie können nicht entschuldigt werden, weil ein jeder Mensch denken kann und er also auch die Pflicht hat, das in seinen Gedanken zu bewegen, was sein Los in der Ewigkeit bestimmt. Er müsste seine Erdenaufgabe ernster nehmen und nicht glauben, dass ich mich genügen lasse an völlig wertlosen Handlungen, wozu auch der Empfang von Sakramenten zu zählen ist, die gar keine Sakramente sind, weil eine heiligende Wirkung nur das haben kann, was ein durch die Liebe lebendig gewordener Glaube von mir selbst in Empfang nehmen darf, wenn also durch die Liebe der Zusammenschluss mit mir hergestellt worden ist. Dann also wird der Mensch von mir direkt so reich gesegnet, dass es ihm möglich ist, zur Vollendung auf dieser Erde zu gelangen. Dann werden alle sakramentalen Segnungen an den Menschen offenbar werden. Er wird die Taufe des Geistes empfangen, er wird seine Mitmenschen wieder ein Lehrer und Verkünder sein. Er wird das Brot des Himmels, mein Fleisch und mein Blut genießen dürfen, jede Zeit. Er wird in innigster Gemeinschaft mit mir voller Weisheit und Liebe sein, weil keine Sündenschuld ihn mehr beträgt, die ihm vergeben wurde, um Jesus Christi willen, denn sein liebeerfülltes Herz erkannt hat und er ihn nun bekennt vor aller Welt. Er wird voll sein des Geistes aus mir, denn er ist lebendig geworden durch seine Liebe und seinen Glauben. Aber er kann alle diese Segnungen nicht erfahren durch Ausübung von Pflichten, die er erfüllt aus Tradition. Wohl ist es gut, wenn die Gedanken eines Kindes hingelegt werden auf seinen Erdenlebenszweck und seine Aufgabe, doch zu toten Handlungen soll es nicht veranlasst werden, sondern immer nur soll ihm die Liebe gepredigt werden.
Und wie sich der Mensch zu dieser Liebelehre einstellt, so auch wird sein geistiger Fortschritt sein. Aber nur durch ein Liebeleben kann er zur Vollendung gelangen. Nur ein Liebeleben trägt ihm auch die sakramentalen Segnungen ein, denn ein jeder Mensch muss in völliger Willensfreiheit seine Vollendung erstreben, woran er aber gehindert wird durch Forderungen und Gebote, die angeblich mein Wille sind. Es soll zum Leben gelangen, und er muss daher auch lebendig sein in seinem Denken, Wollen und Handeln. Jegliche Form aber tötet dieses Leben, und etwas rein Äußerliches kann keine innere Wandlung vollbringen. Jeder Mensch aber trägt die Verantwortung für seine Seele selbst, und er wird sich dereinst nicht entschuldigen können damit, dass er falsch unterrichtet worden sei, denn jeden ängstlich nach Vollendung strebenden Menschen wird auch die Möglichkeit gegeben, die reine Wahrheit aus mir entgegenzunehmen, sofern es sein Verlangen ist, mich und mein Reich zu erwerben und immer nur meinen Willen zu tun. Amen.